Los geht's mit unserem zweiten Teil zur Videoreihe Bekommt Barilla ein YouTube-Fohlen. Heute wollen wir die nächsten Schritte besprechen und den Hengst auslosen von euren Vorschlägen, damit es zur Abstimmung kommen kann. Also vorab noch eine kleine Info. Das Video beinhaltet relativ viel Theorieanteil, das natürlich auch immer viel Wissenswertes, aber wem das zu viel ist, der kann unten in diesem roten, bei dieser roten Linie, da setzen wir immer die Kapitel, sogenannte Time Steps. Und da könnt ihr, wenn euch das zu detailliert wird, einfach vorspulen, indem ihr auf das jeweilige Kapitel klickt. Ganz wichtig, am Ende des Videos kommt es zur Abstimmung, welchen Hengst wir für die Besamung von der Barilla benutzen. Also viel Spaß beim Video. Also unser Ergebnis vom Kontrolltupfer ist da und es ist alles in Ordnung. Also wir können wirklich besamen. Wir schauen nachher einmal mit dem Spekulum in die Stute rein und machen einmal einen Ultraschall, damit wir wissen, wo wir dran sind. Aber jetzt geht es erstmal an die Auslosung von euren Hengstvorschlägen. Wir sind gespannt. Wow, 24 Kommentare und einige wirklich gute Hengstvorschläge. Ja, das heißt, ich schreibe jetzt alle Hengste auf den Zettel und dann werden wir verlosen. Es ist auch ein Vorschlag dabei. Das ist der Bernay, den haben wir selber auch schon mal benutzt. Bernay ist aber nur über Tiefgefriersamen zu bekommen. Das kann ich hier eigentlich nicht besamen. Aber man könnte natürlich die Tiefgefrierbesamung im Landgestüt einmal begleiten. Also natürlich kommt der Vorschlag auch dazu. So, wir haben hier unseren 1A-Wahlhelfer und hier, der wird jetzt für uns die Auslosung machen. Es hat ein bisschen gedauert, bis er sich seiner Aufgabe bewusst war, aber er hat ausgewählt. Dürfte ich mal sehen? Hier, du kriegst währenddessen einen anderen zum Spielen. Ich kann es schon durchsehen, aber durch sein angelutschtes. Wir haben den Hengst Vabene. Danke. So, bevor wir uns jetzt gleich die Stute mit dem Spekulum einmal angucken, gibt es ein bisschen Theorie aus meinem Buch Samen Übertragung beim Pferd in Theorie und Praxis. Hier sieht man zum Beispiel verschiedene Scheiden einer Stute. Das ist ein guter Scheidenschluss, das ist ein schlechter Scheidenschluss. Ein schlechter Scheidenschluss, weil die Scheide so, hier oben ist der After, die Scheide geht so ein bisschen nach innen, das heißt, die Möglichkeit, dass da Äppel reinkommen, ist sehr groß und das ist hier weniger gegeben. Und den schlechten Scheidenschluss hatten wir bei der Barilla ja durch diesen Zipfel, den wir ja haben entfernen lassen. Und jetzt hat die Barilla auch wieder einen guten Scheidenschluss. So, wenn wir dann das Spekulum reinschieben, das habt ihr ja schon gesehen beim Spülen der Stute und beim Tupfer. Das ist das Spekulum. Dann sehen wir den Scheidenvorhof und die Cervix. Die Cervix ist der Muttermund. Und der Muttermund und dessen Befund gibt uns auch schon immer so ein bisschen ein paar Anhaltspunkte für den Zyklusstatus der Stute. So, hier sehen wir, das ist die Abbildung einer rossigen Stute. Das ist die Cervix
also der Muttermund, der da so ein bisschen schlaff herunterhängt. Und das ist zum Beispiel der Muttermund einer nicht rossenden Stute. So. Und das ist der Muttermund einer hochtragenden Stute. Je rossiger die Stute, desto weicher, schlaffer, offener ist der Muttermund. Es gibt dann auch wirklich Bezeichnungen. Die Form des äußeren Muttermundes wird als zapfenförmig, rosettenförmig, schlaff oder verlaufen bezeichnet. Und dann bezeichnen wir immer noch, wie weit der Muttermund geöffnet ist. Da gibt es 0, 1, 2, 3 und 4. 0 ist zum Beispiel vollständig verschlossen, 4 wäre 2 bis 5 Finger geöffnet, also 2 bis 5 Finger kriegt man locker da rein. Und da könnt ihr euch natürlich auch vorstellen, je offener der Muttermund ist, desto wahrscheinlicher kommt der Samen halt auch in der Gebärmutter an. Ja, was noch beurteilt wird, ist die Farbe, blass rosarot, hyperämisch oder deutlich krankhaft die Rötung. Die Feuchtigkeit, trocken, wenig feucht, mäßig feucht, stark feucht oder Flüssigkeitsansammlungen. Flüssigkeitsansammlungen wollen wir natürlich auch nicht haben. Ja, und anhand dieser 4 Punkte, die wir dann natürlich auch immer dokumentieren, ich kann euch ja mal zeigen, wie das hier aussah bei der Barilla im letzten Jahr. So, hier sieht man die Aufzeichnungen von mir von der letzten Anpaarung mit der Barilla, die funktioniert hat, wo wir also auch ein Fohlen rausbekommen haben. Und da sieht man zum Beispiel, ich dokumentiere immer den Muttermundbefund, dann ob es Radspeichen, ob die Stute Radspeichen hat oder nicht, Radspeichen. Das ist quasi das Bild, was sich uns darstellt, wenn wir die Gebärmutter schallen. Und eine rossige Stute hat in der Regel immer Radspeichen. Das sieht dann tatsächlich aus wie ein, wie ein Rad, was man im Querschnitt einmal hat. So, dann habe ich aufgezeichnet, wir hatten einen Follikel mit 3,6 cm. Das war mittwochs, freitags. Also 2 Tage später hatten wir ein gutes Follikelwachstum von 36 auf 41 mm. Und da haben wir Samen bestellt und die Stute angespritzt. Hatten auch immer noch gute Radspeichen. So, und da ist wieder mein Muttermundbefund, ne? Der sich also von da nach da nochmal deutlich verbessert hat für eine rossige Stute. Nämlich S bis V heißt schlaff bis verlaufen, also das ist ja wirklich der Muttermundbefund, den wir darstellen und bewerten. 4 ist die Öffnung, also 2 bis 5 Finger weit war der geöffnet. Und B bis C steht für die Farbe, also blass rosarot bis hyperämisch, also auch typisch für eine rossende Stute. Und dann hatten wir eine 3 als Feuchtigkeit, also mäßig feucht. Ja, und dann haben wir an dem Tag haben wir die Stute besamt. Am nächsten Tag haben wir die Stute nochmal besamt, da war der Follikel schon weg. Und das hatte wunderbar funktioniert. Der beste Zeitpunkt für die Besamung von der Stute ist 6 Stunden oder 6 Stunden vor oder 6 Stunden nach Follikelsprung. Ja, und wie gesagt, jetzt seht ihr so ein bisschen die Aufzeichnungen, habt hier die Muttermundbefunde einmal im Bild gesehen und wir gehen uns das jetzt bei der Stute anschauen. Hm? Wunderschönen guten Tag. Schmutzige Pferde. Schmutzige Pferde sind glückliche Pferde. Also, dann ist sie sehr glücklich. Ja, wir haben doch tatsächlich, muss man sagen, jetzt an die 20 Liter Regen gehabt in den letzten 2 Tagen. Dementsprechend sehen die Pferde auch aus. Also ich muss ja wieder. Hallo Eva. Kannst du lächeln bitte? Danke. So, wir gucken jetzt. Oh no! Wir gucken jetzt einmal den Muttermund an. Um eine ungefähre. Disco! Also wir gucken den Muttermund an, um einen Befund zu haben, wie der Muttermund ist. Und ist rossig. Ist rossig? Soll ich mal anfühlen?
Ja, versuch Wollen mal. wir versuchen? Yum, yum. So, mit Ultraschallgel. Ich habe mir das nur umgefüllt. Die Hand so gut es geht befeuchten. Und dann ganz wichtig, wir gehen ja in den Darm der Stute. Da ist es wichtig, sehr vorsichtig zu sein. Vor allen Dingen hier am Anfang, wenn man mit der Hand reingeht, kann man, wenn man steil nach oben geht und fester nach oben drücken würde, kann man den Darm der Stute sehr schnell perforieren. Das heißt, durchbrechen, kaputt machen. Und wenn man das macht, dann ist die Stute auch kaputt. Also, dann ist nichts mehr zu machen. Ja. Dann machen wir noch ein bisschen Ultraschallgel drauf. Und dann geht's ab mit dem Schallkopf. Da auch wieder wirklich vorsichtig sein. Man kennt ja schon den Weg von eben. Da sind die Follikel, die einzelnen. Und da gucke ich einfach jetzt. Da sind jetzt wieder Äpfel davor. Bup, 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 bup. So verloren. Hier ist wieder meine Gebärmutter. Die hat schon Radspeichen. Radspeichen sind ein Anzeichen. Aber noch wenig noch erkennbar, wenig ne? erkennbar, Ja. schlecht erkennbar. Und da ist wieder mein Eierstock. Und du hast kein Follikel, der darstellbar ist, oder? Hier Bisschen rechts was, nicht so noch nicht so richtig. richtig, ne? Noch nicht so richtig, ne. So, dann Gut, gehe fängt ich. auch mit der Rosse wahrscheinlich jetzt gerade erstmal an, ne? Ja, wobei die Und der der Muttermund ja Muttermund schon war ja relativ schon relativ schlaff, weich, ne? ne? Ja. So, jetzt gehe ich mal hier. Also was wir jetzt brauchen auf dem Bild wäre quasi irgendwo ein halbwegs kreisrunder schwarzer Punkt. So, da sind wir jetzt beim linken Also Eierstock. mehrere kleine, oder? Ja, warte mal. So, wir haben jetzt. Ich gehe mal raus. Komm, wir messen mal zuerst, bevor mein Akku hier leer ist. Meistens springt ja nur einer oder zwei Follikel. Also optimalerweise reift nur ein großer Follikel heran und der springt auch. Hier sieht man so einen ganz kleinen Follikel. Aber das war jetzt somit das Größte, was sie hatte. Und deshalb werden wir das jetzt messen. So. Das heißt also, sie hat mehrere und wir warten dann darauf, dass irgendeiner sich dann mehr Genau, oder weniger weiterentwickelt. irgendeiner wird sich, Ja. wird wachsen quasi und wird sich zu dem Follikel entwickeln, der platzt, ne? Du weißt also jetzt auch, wenn du beim nächsten Mal schallst, wo der da ungefähr sitzt. Genau, also wir haben Ja. jetzt gemessen, wir messen immer vom Wei also wir messen zwei Die Punkte, Diagonal, genau weitestmögliche Diagonale, ne? die weitestmögliche Diagonale. Moment, Und ich gehe das. mal noch mal ein bisschen näher ran. Vielleicht sieht man auch den. Ah ja, den. So sieht man das auf Ja, der ich bin Karte. näher gegangen, ja. Okay. Das Gelbe. Genau, das sind die zwei weitesten Punkte, die ich gesetzt habe von der Diagonale des Follikels. Und das beträgt 26 mm. Das heißt, der Follikel ist 26 mm, ist noch sehr klein. Also sie kriegt immer so an die 40er, Mitte 40er Follikel. Das heißt, wir befinden uns jetzt wirklich noch am Anfang der Rosse. Aber wir gehen davon aus, wenn der Follikel pro Tag ungefähr 0,2 bis 0,4 oder sogar 5 cm wächst, dass wir in 3 oder 4 Tagen die Stute besamen können. So, nochmal zusammenfassend. Also der Zyklus der Stute ist 21 Tage lang. Das heißt, wenn ich bei 21 Tagen einen Follikelsprung hatte, werde ich wohl den nächsten Follikelsprung wieder bei 21 Tagen haben. Im Durchschnitt rost die Stute 7 Tage. Und das letzte Mal, als ich reingeschaut hatte, war beim Tupfer. Das war am 21. März bei unserem Kontrolltupfer. Da habe ich mit dem Spekulum reingeschaut. Da war der Muttermundbefund auch schon so ein bisschen verlaufen, schwammig, also rossig. Und 1, 2, 3 Tage später hatte ich einen Ultraschall gemacht. Da hatte ich einen größeren Follikel mit 38 mm. Das reicht aber noch nicht zum Springen. So, dann bin ich aber davon ausgegangen, dass ich 21 Tage später wieder einen größeren Follikel haben werde. Das wäre dann am 14. Das wäre nächste Woche Donnerstag. Da wir ja immer so ein bisschen vorher schon reingucken, um sicher zu sein, dass wir keinen
keinen Zyklus verpassen oder keinen Eisprung verpassen. Haben wir eben heute schon mal reingeguckt und ihr habt es ja gesehen, also das hing auch so ein bisschen lappig schon runter, aber es war schon noch irgendwie so ein kleiner Zapfen zu erkennen. Das heißt, ich würde sagen, wir sind Beginn der Rosse und ja, wir schauen in 2 Tagen noch mal rein. Für uns und für das Projekt wäre es aber natürlich wichtig, dass wenn es zum Eisprung kommt oder wenn wir einen großen Follikel haben, und wirklich den Samen bestellen können, dass wir natürlich auch schon wissen, welchen Hengst wir benutzen. So, wir haben die Hengste alle zusammengefasst, kommentiert mit eurem Wunschhengst dieses Video und der Hengst mit den meisten Stimmen gewinnt und darf Vater unseres hoffentlich YouTube-Fohlens werden. Viel Spaß! Und vielen Dank.